Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und wir sind hier irgendwie, ja, an einer Stelle, an der wir irgendwie hier ein bisschen rumdrehen können. Hier heißt es wohl Dash. Wow. Ey. Wie dreckig. Aber egal, das können wir uns eh gleich wieder kaufen. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was es hier eigentlich gibt. Ah, toll. Life Points. Irgendwo sind wir hier gerade angekommen. Was anscheinend ganz, ganz toll ist. Hier gibt es... Ah, ausgezeichnet. Hier gibt es nochmal ein Bauteil für die Waffe. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viele haben wir. Davon haben wir 4, 3, 2, 4, 3. Oh. Tatsächlich hätte ich schon irgendwie... Oh, na das ist ja praktisch. Wir haben jetzt hier auch direkt einen Teleportpunkt. Na, so habe ich das ja gerne. Kommen wir jetzt hier an. Ich würde meinen, hier kommen wir nicht weiter. Aber wir haben einen Teleportpunkt. Und Teleportpunkte sind schon mal sehr, sehr gut und sehr, sehr praktisch. Wenn hier nicht diese Nummer wäre. Genau. Denn diese Nummer rupft uns jetzt nämlich richtig aus der Aktion hier. Moment. Also erstmal brauchen wir hier eine andere Klinge, weil das geht ja gar nicht. Ups. Ey. Hier jetzt durchzukommen, ist natürlich ein richtiger Abfuck. Das habe ich ja super gut hinbekommen hier. Ja, es kann sich hier jetzt nur um Stunden handeln. Schön, dass ich einen Teleporter gefunden habe. Stimmt, kann ja auch einfach... Die Dinger hier jetzt kaputt machen. So, das dauert hier anscheinend ein bisschen. Wenigstens etwas. Upsa. Und höp. Yay! Schwein gehabt. Njom. Holen wir uns nochmal so einen kleinen Saft. So. Müssen wir jetzt hier entlang oder müssen wir jetzt... Ich weiß es nicht. Hä? Aha, hier hätte ich ein Schweinchen sein müssen. Sehr gut. Aber ist da was? Dann gehe ich doch einfach hier mal sterben. Weil wenn ich da... Nein! Warum? Ich dachte mir gerade so, ach ja, sterbe dann einfach mal, dann ist alles schön und gut. So, nö, ist es nicht. Und dann noch sowas. Ha! Boah, nochmal, B ist Dash.
So, das Dash ist ausgeboostet. Sehr gut. Auf ein neues. Einmal bitte auffüllen, einmal bitte einen Trank holen. So, und jetzt nehme ich Le Bild und springe hier einfach mal rüber. So. Und hier haben wir nämlich jetzt diese Dinger aufgefüllt. Das heißt, wir können jetzt hier. Moment, gab es nicht noch irgendwo einen Safe Spot? Da oben gab es einen. Der da oben ist aber scheiße. Okay, los geht's. Und Zeit für die Schlange. Wunderbar. Und wir kommen dann gleich wieder an ein Minigame. Und zwar die des kleinen Drachen. Piu, 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 piu. Los geht's. Ich dachte mir schon, das wird sicherlich ein Hindernis sein, wie es festzustellen. So. Also ich bin nach wie vor kein Freund von dieser Art von Spielen, diesen Side-Scrolling-Dinger. Boah, und dann auch noch solche Moves hier. Ey. Aber egal. Das sieht bisher ganz gut aus, wenn die Kollisionsabfrage hier an dieser Stelle mal ein bisschen fairer wäre. Okay, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Oh, eine Laufpassage. Besser. So, am meisten Schaden mache ich, wenn ich ihn, glaube ich, im Kopf treffe. Ja. Wirklich so, egal. Komm, einfach Dauerfeuer, gut ist. Diese Nummer ist passé und wir haben jetzt endlich die Drachenform. Wunderbar. So, fehlt nur noch das Schweinchen, ne? So, aber hier können wir hochfliegen, das ist schon mal ganz praktisch. Ja klar, jetzt wäre es natürlich massiv einfach an dieser Stelle, wenn wir halt eben die Drachenform haben. So, hier ist irgendwas. Ne, da geht's nicht runter. Mal gucken, wo wir jetzt hier lang können. Und ich muss ja jetzt quasi einen entscheidenden Weg geben, den wir noch nicht gegangen sind. Ich glaube, hier lang kommen wir jetzt bestimmt nicht durch. Nee, da passiert nichts. Das heißt, dieses schwarze, komische, blöre Zeugs bleibt schwarz, hässlich und blörrig. So, wo können wir dann jetzt lang? Wir könnten versuchen, rechts lang zu gehen. Vorher
Füllen wir uns noch mal kurz die Lebenspunkte auf. So, das Gute ist... Wait. Das... Von wegen das Gute... Doch, das Gute. Hier hinten haben wir jetzt Lebenspunkte zum Auffüllen und Speichern. Das ist tatsächlich gut. Aber was hat das hier zu bedeuten? Moment. Das gibt uns die letzten Punkte an, wo wir noch unsere Rüstungsgegenstände bekommen. Da, da, da. Okay. Heißt das, wir kommen jetzt nur mit diesen Gegenständen weiter, oder wie? Na gut, okay. Aber das Gute ist, dass es uns zumindest schon mal gezeigt wird. Das heißt, Nebelwald... Wo gehen wir da am besten lang? Am besten gehen wir da... Na komm. Wir gehen als allererstes hier zum Nebelwald. Oder Floran Tempel. Nee, gehen wir mal zum Nebelwald. So. Also... Ich bin verwirrt. Ich meine, wir haben doch hier im verlorenen Tempel schon die Schuhe gefunden. Und jetzt sollen da auch noch zusätzlich... Okay, meinetwegen. Hey. Hört mal auf, mich hier so doof anzugreifen. Also hier entlang und dann irgendwo weiter in diese Richtung anscheinend. Gespannt. Weil das sieht hier, wenn hier schon steht, dass da ein Secret ist, irgendwo, hier. Moment, Löwe. Löwe. Löwe Dash. Nein? Oder doch? Okay. So, hier brauche ich Ferkel. Das ist doof. An dieser Stelle. Wie komme ich denn da oben? Ah, Moment. Ich glaube... Wenn ich... Irgendwie muss ich hier durchkommen, weil ich sehe hier gerade oben,
also direkt über mir, ist eigentlich nochmal ein Weg. Aber irgendwie ist dieser Weg mehr oder weniger verbaut gewesen. Klar war hier ein Weg. Lol. Ach, guck mal einer an. Was haben wir denn hier? Moment, wir können ja auch einfach mit ihm hier einmal durchdashen. Dann schauen wir mal, wo wir dann hinkommen. Ich würde fast meinen, an der Stelle, wo wir vielleicht die letzte... Pff. Okay. Vorsicht, Graben ist gefährlich, wenn du keine kräftige Oh. Okay. Hier ist es gerade eben echt, glaube ich, Trial and Error. Aber geschafft, irgendwie. Ich probiere das einfach hier, diese Nummer an dieser Stelle nochmal. Naja, sehr gut. Ah, hier ist ein bisschen kritischer. Hm. Okay. Also hier wissen wir zumindest schon mal, hier kommen wir einfach so durch. Hier wissen wir, hier kommen wir auch einfach durch. Und hier ist es ein bisschen schwieriger. Okay. Vermutlich ist es da dann einfach die Mitte oder so. Ich probiere es einfach. Huh, Schwein gehabt. Einmal Mitte. Ah, hier können wir irgendwas mit der Schlange machen. Blub. Aha. Eine Kiste. Hallöchen, Snicks. Willkommen zurück in meinem kleinen Stream. Okay. Also erstmal Mitte. Dann links. Oh. Und dann wieder Mitte. Gut, okay. So, once again. Mitte. Links. Und dann wohl wieder Mitte. Jawohl. Na, ah, dann war's rechts. Ah, geile Rätsel. Beste Rätsel. Vor allem, ich muss hier wohl durch. So. Okay, hier haben wir wieder was für die Schlange. Gucken, wo wir jetzt... Ah, sehr gut. Glück gehabt. Goldene Kiste mit einem Herzteil. Yay. Ganz toll. Oh. Und ich sehe dann noch etwas gerade. Hector Polino. Also, Herzteil ist... Komm, super. Frosch im Hals. Also ich meine... Okay. Dass wir jetzt ein... dass wir jetzt einen extra Herzcontainer haben.
ist schon ziemlich gut gelaufen. Finde ich. Aber mir ist gerade eben was aufgefallen. Und zwar hier unten ist ja noch ein Weg nach unten. Und das bedeutet einfach nochmal. Na komm. Einmal kurz teleportieren und zwar nochmal zurück in den Nebelwald. Wusch. Wusch. Eisklinge. Ich mag die Eisklinge total. Ja, ist okay. Hierhin. Einmal kurz die Lebenspunkte holen. Und hier lang. So, und zwar 3 Screens, also 2 Screens nach rechts. Da ist noch irgendwas. Noch ein Screen. So, hier irgendwo nach unten. Hier irgendwo nach unten ist was hier. Hier muss irgendwie ein Weg nach unten sein. Ich brauche dafür mal ein anderes Schuhwerk. Und vermutlich brauche ich hier auch einen Frosch. Also hier ist irgendwo ein Weg nach unten, sagt mein In-Game-Navi. Die Frage ist natürlich, unter welchen Voraussetzungen. Nee. So, hier bin ich schon wieder zu weit. Aber hier ist ein Weg nach unten irgendwo. Die Frage ist nur, wie ist dieser Weg nach unten? Ich sehe es einfach nicht. Und vermutlich sehe ich es auch nicht. Kann ich es auch nicht sehen. Wegen diesem tollen Ding da im Weg. Huh.
irgendwo eine Tür oder so, die man nicht auf Anhieb sieht. I don't get it. I just don't get it. Wenn ihr einen Plan habt, dann sagt es mir, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder wie auch immer. Ich werde mich dann einfach mal in den verlorenen Tempel aufmachen. Denn da soll... Ah, ich sehe auch schon, wo da ein Raum ist, der noch fehlt. Dann... Ach, komm. Moment. Ah, okay, ich dachte, hier wäre noch irgendwas. So, verlorener Tempel. Da geht jetzt als nächstes hin. Denn wir müssen hier nochmal nach links. So, und weiter nach links. Oh, Verzeihung. Irgendwie lässt meine Stimme gerade ein bisschen nach. Wie man gerade hört. Es tut mir echt leid, dass ich euch die ganze Zeit ins Ohr huste. So, das ist schon mal der richtige Weg. So, jetzt muss ich hier runter. Und irgendwo hier ist links ein Weg anscheinend. Lol. Richtig gut durchgeglitscht gerade. Hier ist nämlich ein Weg. Und dafür brauchen wir einen Frosch. Und hier haben wir... Yay! Noch ein Teil. So, das heißt, dass hier oben fehlt uns noch eins in der Feuerhöhle. Okay. Also im Vulkan. In Burg Lupia. Und hier. Da muss es irgendwie runtergehen, aber ich raff einfach nicht wie. Dann bewegen wir uns mal in den Vulkan. Wenn wir hier schon als nächstes rein müssen, dann tun wir es doch. Wir sind jetzt ein bisschen besser ausgerüstet als vorher. Und Moment. Hier auf jeden Fall die Eisklinge und das Eisschild nehmen. So, wo soll das sein? Hey. Moment. Irgendwas habe ich hier nicht an. Die Eisstiefel fehlen noch. So, hier muss ich rein. Ah, stimmt. Voll gut. Wir können uns hier zumindest den Weg ein bisschen verkürzen. Oder auch nicht. Na gut. Dann probieren wir es.
in kurzem. Aber egal, wir haben nichts, was uns hier irgendwie großartig ärgern sollte. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar noch massig mehr Zeit als sonst. Hier ist noch eine Tür, ich glaube, die hätten wir das letzte Mal nicht benutzt. Ach doch, hatten wir. So ein Dreck aber auch. Tür ist ein richtiger Troll an der Stelle. So, ein paar Moves haben wir noch vor uns. Wie herrlich, das war alles so auf Zeit und auf Hektik und mittlerweile ist es so... Ja, okay, schön, dass das hier so war. Lava und so. I don't care. Oh, das war jetzt der erste Raum. Okay. Hier kommen wir gleich wohl an den Teil, der wohl dafür zuständig ist, dass wir hier nochmal unsere Items aufbessern können. Schlange. Oh, ehrlich jetzt. So, und zwar bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, hier war das jetzt nicht. Nee, das muss hier gewesen oder hier in diesem Raum sein. Irgendwie sollen wir rüberkommen oder irgendwie sowas. Wir warten es nochmal. Trifft die Fledermäuse in der richtigen Reihenfolge, ohne den Boden zu berühren, und entdeckt sein Geheimnis. Die Lösung ist im Feuer versteckt. Diese Aktion war das. Meh. Okay, das gucke ich mir doch mal ein bisschen im Detail an. Also, bis gleich.